Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ihr habt es im Titel gelesen. Ja, das ist jetzt mal nicht so ein erfreuliches Thema. Ist auch keine Thumbnail. Ich bin wirklich krank. Ist jetzt nichts, wo ich dran zugrunde gehe oder so. Aber ich möchte euch einfach mal ein bisschen was drüber erzählen, damit ihr auch Bescheid wisst, dass ich fast wieder beim Neuen anfangen muss. Und meine ganzen Trainingserfolge jetzt wahrscheinlich zunichte gegangen sind. Ja, also bleibt dran. Ihr habt es vielleicht eh schon gesehen. Da hinten an dem Schild hängt auch übrigens eine kleine Kamera. Ja, ich habe mir eine Kamera bestellt. Die kam diese Woche an. Sie filmt mich. So eine kleine. Also es gibt in Zukunft dann auch noch eine richtig geile Perspektive dazu beim Fahrradfahren. Und ja, um welche Kamera es sich handelt, erzähle ich gleich. Die meisten werden es eh schon erkannt haben. Das ist keine Werbung. Ich habe sie mir selber bezahlt, gekauft und habe sie nicht zur Verfügung bestellt bekommen. Bleibt dran, es wird spannend hoffentlich. Wir reden drüber, wie es weitergeht und wann es weitergeht. Ja, erstmal zur Krankheit. Triggerwarnung, wer mit irgendwelchen ekligen Krankheiten nicht umgehen kann, schaltet jetzt mal ganz kurz weg. Auf jeden Fall geht es darum, ja, ich hatte einen Abszess am Steiß, ist jetzt 3 Wochen her knapp, bin jetzt heute noch krankgeschrieben. Nächste Woche geht es dann wieder auf Arbeit, endlich, weil zu Hause ist echt langweilig, man kann ja gar nichts machen, sag ich mal. Und ja. Der ein oder andere sagt jetzt, was soll das, warum sagst du das überhaupt online auf YouTube? Ja, der ein oder andere, der mich kennt, sagt das wahrscheinlich. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich auch nicht begriffen, dass ich einen Kanal habe und eine mega, mega geile Community, nämlich ihr. Und ich der Meinung bin, dass ihr das wissen solltet. Und warum ihr das wissen solltet, erzähle ich gleich. Wir haben es jetzt 10.49 Uhr. Ich muss nämlich auf die Zeit achten, weil in Österreich dürft ihr, wenn ihr krankgeschrieben seid, nur zu bestimmten Zeiten das Haus verlassen. Ich jetzt in meinem Fall von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Das ist eigentlich immer so, außer man hat Bettruhe, dann muss man halt immer zu Hause bleiben. Aber ja, ist ein bisschen doof, dass ich jetzt nicht selber entscheiden darf, wann ich mir die Beine vertrete und wann nicht, wann ich den Lust dazu habe und ich mich bereit fühle. Aber auf der anderen Art und Weise ist es wieder gut für welche, die nur krank machen, weil sie keinen Bock haben zu arbeiten. Das ist ja bei mir nicht. Ja, ich genieße jetzt mal das Wetter. Ich konnte jetzt 3 Wochen, ja, knapp 3 Wochen kaum spazieren, weil jeder Schritt hat so gespannt, wenn man da so ein riesen, ja, Triggerwarnung Loch am Gesäß dazu hat. Und ja, aber jetzt mittlerweile ist schon, ja, fast die Hälfte zu. Jetzt kann ich langsam wieder viele Sachen machen. Fahrradfahren geht noch nicht so, wie ihr euch das vorstellen könnt wahrscheinlich. Ich hoffe mal, dass es in 3-4 Wochen geht. Und jetzt kommen wir gleich zum Thema. Und jetzt kommen wir gleich zu dem Thema, wie es weitergeht und warum ich das Video hier überhaupt mache. Ja, und zwar, wie ihr euch denken könnt, konnte ich jetzt 3 Wochen nichts machen, sportliches. Konnte ich jetzt nichts machen, weil ich einfach zu Hause, ja, chillen musste leider. Das Einzige, was ich machen konnte, ist abzunehmen, habe ich mir gedacht. Was machst du, wenn du dich nicht weiterbilden kannst oder halt weiterentwickeln kannst und deine Ziele nicht weiter ausbauen kannst, die man sich halt geschaffen hat, wie ich, dann geht man doch einfach den Weg und nimmt ab. Ja, und zwar wie ich das mache. Ich trinke frühs Buttermilch, mittags Buttermilch, abends Essig. Ja, nicht mehr als 700 Kilokalorien. Somit komme ich insgesamt nicht über 1800 Kilokalorien, 1700. Ihr müsst verstehen, ich brauche ja auch nicht viel, wenn ich nichts mache zu Hause. Aber ich habe jetzt innerhalb von 3 Wochen
3 Kilo abgenommen. Ja, also geht ganz gut. Ist billiger, dieses Abnehmen, als wenn man das Geld ins Fahrrad investiert und dadurch leichter wird. Also bei vielen Athleten unter euch wird es natürlich sinnvoll sein. Aber bei mir nicht, weil ich habe halt so eine Fettschicht, dass ich sage, hey, da bin ich ehrlich, dann muss ich halt ein bisschen abnehmen. Und das ist erstmal die erste Instanz, die ich anwende. Und wenn ich dann mein Traumgewicht habe, dann kann ich ordentlich ins Fahrrad investieren. Dann lohnt sich das. So, ich muss auffallen, ich darf nicht aufs Gesäß fallen, weil dann haben wir ein Problem. Und deswegen war ich jetzt auch zu lange zu Hause unter anderem. Erstens hat es wehgetan die ganze Zeit, als würde dir jemand hinten in den Rücken rein boxen oder so. Das hat jetzt vor ein paar Tagen aufgehört, zum Glück, oder vor einer Woche. Jetzt haben wir das beobachtet und ja, jetzt geht's wieder dann auf Arbeit, weil ich keine Schmerzen mehr habe. In dem Sinne muss es trotzdem schon. Jetzt zu der kleinen Kamera. Ja, das ist die Insta360 Go 3. Keine Werbung, habe ich mir selber gekauft, selber bezahlt dafür. Deswegen werde ich auch keine Werbung drüber machen und halt auch nicht groß drüber reden. Ich stelle sie euch jetzt vor, einmal ganz kurz. Diese wird die Perspektive nach hinten beim Fahrradfahren einnehmen. Also das Hinterrad und alles, was hinter mir passiert, ziemlich geil, glaube ich, auf einer Abfahrt. Und ja, so ist sie jetzt auch mega vielseitig einsetzbar. Ich habe hier unter dieser dicken Jacke so eine Kette. So. Und da knall ich die einfach drauf und hält so. Mega cool, ne? Ja, du hast richtig viel Zubehör bei dieser Kamera dabei. Mega geil. Was halt fehlt, ist halt dieser Adapter da. Ich zeig's mal kurz. Die Kamera nimmt gerade auf. Dieser Adapter, das ist jetzt die DJI, aber genauso ein Adapter, der kostet 39,95 € oder 99,95 € glaube ich. Boah, das finde ich jetzt schon eine Hausnummer, ne? Kommt hier jemand? Nö. Schon eine Hausnummer, wenn man überlegt, ja, ist halt nur so ein Adapter, dass ich das Ding auf diesen Selfie-Stick hier spannen kann. Aber dafür muss man sagen, man kriegt mega viel dazu zu dieser Kamera. Und schwarz, darauf habe ich gewartet. Also weiß war bei mir gar kein Grund, die zu kaufen. Weil finde ich jetzt irgendwie nicht so nice und so. Ist ein bisschen unauffälliger. Auf jeden Fall. Ich filme auch gleich mal mit dieser Kamera, weil ich will mir mal anschauen, wie die Qualität ist. Und ja, bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Für so eine kleine Kamera, die ist halt mega klein, 2,7K macht die. 4K schafft sie nicht, weil ich glaube, dann würde die in dem kleinen Gehäuse richtig überhitzen. Aber fürs Hinterrad passt es, denke ich mal. Oder für so spektakuläre Aufnahmen. Da lasse ich mir noch was einfallen, Freunde. Ihr wisst erstmal Bescheid. Gleich geht es noch weiter mit dieser Kamera. Baue schnell in dieses Gehäuse baue ich die schnell ein oder klicke ich die ein und dann filmen wir ganz entspannt noch mal kurz mit ihr und dann wären wir schon durch mit dieser kleinen mit diesem kleinen Spaziergang. Mehr möchte ich noch nicht machen, weil ich muss mich so ein bisschen schonen, ne? Kann zwar wieder ganz ganz viel machen laut meiner Ärztin, wie spazieren gehen und sowas, aber man muss es ja nicht übertreiben. So, Freunde, jetzt filme ich mich mit dieser Kamera. Ziemlich cool bei Insta360 jetzt. Man kann es den Bildschirm halt hochklappen und man hat so ein breites Bild. Ich habe jetzt übrigens den Adapter nicht, wundert euch nicht, aber ich filme mal ganz kurz. So, ja, so schaut's aus. Ja, ich habe das kleine Ding jetzt da eingeklickt und los geht's. Wie gesagt, keine Werbung, selbst bezahlt und nicht gestellt bekommen. Somit muss ich nicht oben hinschreiben, dass es Placement ist oder Produktplatzierung oder Werbung. Na,
dass ihr da auch Bescheid wisst, weil ich habe da jetzt zwar noch keine Probleme gehabt mit Leuten aus der Community, aber andere YouTuber. Ne? Und das möchte ich jetzt gleich mal klarstellen. Werde ich auch noch das eine oder andere Mal klarstellen. Ja, wie geht's weiter? Ein bisschen schon, bin jetzt ein bisschen nach hinten gerutscht in meiner Entwicklungsphase, die mega geil war. Wie ihr gemerkt habt bei der 100 Kilometer Tour, da war ich ja richtig krass. Boah, also ich fand mich richtig nice. Also ich habe mich gut gefühlt. Aber ich hau dann richtig rein, wenn ich dann jetzt 10 Kilo oder so weniger wiege, dann bin ich ja trotzdem besser geworden. In der Entwicklung jetzt vielleicht ein bisschen zurückgeschritten. Aber zurückgerutscht, aber das ist dann, glaube ich, egal. Ne? Also, dieses Jahr wird ein bisschen was gemacht. Ich habe übrigens im Silvestervideo vergessen zu sagen, dass ich ja die Großglockner Hochalmstraße auch noch fahren will dieses Jahr. Also ich habe echt mega viel vor. Kriegen wir, denke ich, hin. Na, hoffe ich. Na, hoffe ich nicht. Das weiß ich. Freunde, damit sage ich mal danke fürs Anschauen des Videos. Abonnieren bitte nicht vergessen. Liken, kommentieren und vielleicht das Glöckchen klicken. Ne? Dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn ich ein Video hochlade. Und sagt dann wirklich bis bald. In 2 Wochen müsste dann das nächste Video rauskommen. Hoffe ich. Ja, hoffe ich nicht, das weiß ich. Das ist zwar noch nicht gedreht, aber das weiß ich einfach, weil ich streng mich an. Und ja, wenn ihr das seht, 2 Wochen später kommt ein Video. Lasst euch überraschen, ich weiß selber noch nicht, was es wird, weil ihr seht es ja, hier liegt Schnee. Und mit Fahrradfahren ist ja echt nichts. Ich bin auch gerade übrigens die ganze Zeit diesen Fahrradweg gelaufen, ne? Habt ihr gesehen, da ist nichts mit Fahrradfahren. Mit einem Fatbike vielleicht, aber nicht mit einem Rennrad. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Haut rein. Bleibt gesund. Ne? Nicht so wie ich jetzt hier. Ne? Ihr wisst Bescheid. Dann steht euch hoffentlich nichts im Weg, um in die Rennradsaison zu starten. Lange ist nicht mehr hin. Und bis bald. Ciao.